Moin, moin, liebe Move-Freunde. Ich bin Philipp von Move 36 Marburg und Halloween steht vor der Tür. Zeit für schaurig schönes Essen. Wie man das macht, erklärt uns unser neuestes Mitglied, der Max. Max, was gibt's heute? Moin, wir machen heute blutige Augen und Hexenfinger. Das ist relativ einfach und geht auf jeden Fall sehr schnell. Okay, dann fangen wir mal an. Wir fangen an mit Hexenfinger. Dafür brauchen wir 225 Gramm feinste Butter, 125 Gramm Puderzucker, ein Ei, 350 Gramm Dinkelmehl, einen Teelöffel Vanilleextrakt, genauso viel Bittermandelextrakt, Backpulver, Fingernägel, ich meine Mandeln und irgendwas Rotes, was aussieht wie Blut. Das sieht schon ziemlich gruselmäßig aus. Was soll denn das werden, wenn es fertig ist? Das werden jetzt die Hexenfinger und dazu habe ich jetzt einfach die Butter, den Puderzucker und ein Ei reingepackt. Und jetzt kommt dann noch Vanillearoma und Mandelaroma rein. So. Und dann müssen wir das einfach nur noch ein bisschen vermengen. Würde ich sagen, machen wir das jetzt erstmal, ne? Alles klar. Und jetzt soll das fertig sein? Nee, noch lange nicht. Wir müssen jetzt hier noch einen Teelöffel Backpulver und Salz reintun. Salz? Ich dachte, das wird süß. Ja, wird dadurch ein bisschen süßer. Und dann müssen wir gleich noch ein bisschen Mehl Stück für Stück dazugeben. Okay. Dann mal los. So, der Teig ist jetzt locker und entspannt und fertig zum Weiterverarbeiten. Apropos Weiterverarbeiten, wie machen wir das? So, wir nehmen jetzt einfach hier ein Stückchen vom Teig. So, dann machst du einfach so eine Kugel draus. Eine Kugel? Ja, erstmal eine Kugel schön rund machen. So. Das kann ich. So, dann legst du das hier hin. Machst du so eine Wurst draus einfach. Mhm. So wie halt ein Finger ganz normal aussieht, ne? So, ja. Legst den hier so hin. Machst hier so zwei Abdrücke rein. Zwei Abdrücke? Ja, genau, das sind dann quasi so die Knöchel so ein bisschen, ne? Nimmst du so ein Messer und machst dann hier so die Falten, die man da immer so hat. Ach so, okay. Genau. Und dann kommen nämlich die Mandeln ins Spiel, die sind quasi die Fingernägel. Und die kommen einfach hier vorne drauf. Ja. So. Ja, das machen wir jetzt quasi mit dem ganzen Teig und dann kannst du danach auch schon in den Ofen. Okay, alles klar. Dann haben wir noch einiges vor uns. Ja, bitteschön. Danke. Der Teig für die Hexenfinger muss jetzt noch 10 bis 20 Minuten ruhen und in der Zeit könnte man ein Bier trinken. Wir machen jetzt die blutigen Augen fertig. Dafür nehmen wir uns einfach eine Dosenlitschi und schneiden dann eine kleine Weintraube in zwei Hälften. Nehmen eine Hälfte, stecken die in die Litschi und das war's eigentlich schon. Dann nehmen wir die vorgefertigte Bohle und lassen das Auge reinplumpsen. Fertig. So, die Finger sind aus dem Ofen. Jetzt sind sie fertig, oder? Ja, fast. Na, wir müssen jetzt noch ein bisschen Kunstblut quasi darunter tun. Das ist einfach das, was wir eben hatten mit den Erdbeeren. Das nehmen wir jetzt einfach noch unter die Fingernägel, damit es so schön blutunterlaufen aussieht. Okay, zeig mir das ein bisschen. Alles klar, wir nehmen einfach nur die Mandeln wieder hier raus. Und dann nehmen wir hier so einen kleinen Pinsel und tupfen das da einfach so ein bisschen rein. Muss jetzt nicht besonders schön aussehen, soll ja allem eklig sein. Und dann kommen da einfach die Mandeln wieder rein. Zum Beispiel hier. Dann mache ich noch ein bisschen so, komm. So, und dann die Mandeln wieder drauf. Genau, dann die Mandeln wieder drauf, gut festdrücken und das härtet dann noch ein bisschen aus nachher. So sieht das übrigens aus, unser Finger. Ekelhaft, sage ich euch. Und dann war's das auch schon. Dann war's das. Das war's. Bin durch. Alles klar, dann kann die Halloween-Party ja steigen. Macht's gut, Leute!